So Oh, einen wunderschönen guten Morgen zur Trading-Wochenanalyse für die Kanäle Woche 43 und zwar für die Handelstage vom 19.10. bis 23.10.2020 hier auf dem YouTube-Kanal von JFD. Mein Name wie gewohnt an dieser Stelle Markus Klebe und wir wollen uns natürlich hier der, Werk der Märkte DAX, Dow Jones, Euro, Dollar, Euro, S dollar und Gold widmen. Und wenn wir es am Ende schaffen, wie in der vergangenen Woche, dann auch mal kurz das britische Fund beleuchten, beziehungsweise vielleicht auch noch mal ganz kurz aufs WTI schauen, denn dort gibt sich, ergeben sich gegebenenfalls auch recht interessante Bilder, die es da sich vielleicht gegebenenfalls lohnt zu handeln. All das werden wir jetzt hier in der Wochenendanalyse mal beleuchten, ein wenig aufs große Bild schauen. Wo stehen wir an den Märkten aktuell? Welche fundamentale Situation haben wir hier grundsätzlich vor uns? Bevor wir das tun, wie gewohnt an dieser Stelle erstmal ganz kurz der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage an Setups formuliert, ja, am Wochenende vielleicht nicht wirklich vor Trade, aber falls da irgendwie Positionen offen sein sollten, dann bitte ich euch, das Ganze grundsätzlich nicht als Handelsempfehlung zu werten, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eiden, eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen erstmal wie gewohnt an dieser Stelle auf die News-Seite, richten als allererstes ist den Blick auf den YouTube-Kanal von JFD. Wenn ihr jetzt aktuell dieses Video schaut, beziehungsweise später dann euch dieses Video anschaut, dann werdet ihr das hier in etwa sehen. Ja, Ich würde mich natürlich nach wie vor freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Bedanke mich auch dafür, dass das so zahlreich immer gemacht wird. Der Lohn eines YouTubers und der freut sich ganz besonders, wenn auch dieses Video ganz, ganz viele Daumen nach oben bekommt. Und natürlich, wenn ihr mögt und möchtet, und ich würde mich auch freuen, Sorgen, Nöte, Anträge, Feedback hier unten einfach in die Kommentare Eintragen. Wenn es so gut ist, wie es ist, dann schreibt das gerne rein. Wenn ihr ja irgendwas verbessert, irgendeinen anderen Markt, irgendwas lang, langsamer, schneller, mehr, weniger, irgendwas haben wollt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Ihr findet unterhalb des Videos eine Videobeschreibung, wenn ihr kurz leicht nach unten scrollt und wenn ihr dann auf einen Punkt geht, der da heißt Weiter oder mehr Anzeigen oder Show More, dann kommt ihr quasi in die Videobeschreibung rein und hier stehen unter anderem, wenn man ein wenig nach unten scrollt, die Märkte, über die ich spreche, dahinter eine Zeitangabe, wenn ihr quasi auf diese Zeitangabe klickt, dann landet ihr in dem Video direkt bei der charttechnischen Analyse des jeweiligen Marktes. Am Anfang nehme ich immer so ein bisschen das große Bild auseinander, mache so ein bisschen grobe Gedanken zur aktuellen äh, fundamentalen politischen Situation und auch eben in Korrelation einiger Märkte. Schau mal so ein bisschen drauf und dann irgendwann starte ich mit dem Blick auf die einzelnen Märkte. Und wie gesagt, wenn ihr hier auf die Zeitangaben hinten klickt, landet ihr bei dem entsprechenden Markt bei der charttechnischen Analyse. Dann gehen wir an dieser Stelle auch wie gewohnt natürlich immer auf den Webinare und Eventkalender des, ähm, der kommenden Handelswoche von JFD ein. Den findet ihr auf der Website jfdbank.com die seht ihr quasi jetzt hier gerade dann unter dem Punkt Research, wie ihr ihn hier oben seht, wenn er dort drauf geht, kommt nochmal als ein Unterpunkt Webinare und Events, wenn er da raufklickt, klickt, landet ihr quasi hier bei diesem Webinare und Eventkalender, wenn er da nach unten scrollt, findet ihr die ganzen nächsten Handelstage immer mit dem jeweiligen Programm. Scrollt er einfach mal durch, da kommen viele Livestreams, die dort angezeigt werden, die es dann live auf YouTube gibt, genauso wie diese trading wochenanalyse welche man sich natürlich danach auch nochmal jederzeit immer wieder anhören kann. Am Morgen gestartet mit einem englischen Livestream in The Trader. Das Espresso, dann eben meinen DAX Long oder Short am Morgen, 8.50 Uhr, wo ich eben primär natürlich auf den DAX eingehe, auf das, was ist in der Nacht passiert, was ist am Wochenende passiert. Wir sprechen jeden Tag über die Märkte, was ist eben verändert, auf was können wir, oder was können wir erwarten, welche fundamentalen politischen Situationen können eventuell die Märkte bewegen, Wirtschaftskennzahlen, Charttechnik natürlich, das Ganze hier am Morgen, dann geht es eben weiter, Weekly Market Outlook gibt es am Montag, dann eben der Christian Kemmerer 39 mit dem Devisenradar, dann um 10 in der Regel, jeden Tag, jeden Tag um 10 Uhr der Live-Trading-Rum, wo wir schlussendlich eben auch ebenfalls natürlich auf die Märkte schauen, Live-Traden, Fragen beantworten, Theoriethemen besprechen und so weiter und so weiter. Also hier jeden Tag um 10 habt ihr ein sehr schönes Webinar. Das ist jetzt dann kein Livestream auf YouTube, sondern da könnt ihr euch hier auf diesem oder in diesem Webinar und Eventkalender schlussendlich für anmelden und dann 14.45 Uhr neben noch weiteren äh, englischen Streams teilweise eben auch die US-Opening-Bell mit der Vorbereitung auf die US-Markteröffnung, die ja dann um 15.30 Uhr stattfindet, denn nicht nur der europäische Markt bewegt sich, sondern natürlich auch die Amerikaner und gerade Märkte, S&P, Dow Jones, Euro, US-Dollar, Gold und so weiter und so weiter, das sind Märkte, die eigentlich ihre Kernhandelzeit erst später haben, also ab 15.30 Uhr und genau die Vorbereitung, die machen wir dann um 14.45 Uhr mit der US-Opening. Naja und das kommt halt täglich hier auf dem Kanal von JFD, dann haben wir zum Beispiel am Dienstag dann auch nochmal am Nachmittag ein Live-Trading room dann haben wir weitere Webinare, also alles mögliche, ihr seid herzlich dazu eingeladen da natürlich mit dabei zu sein. Dann schauen wir ganz kurz auf den Wirtschafts- Kalender für die kommende Handelswoche. Da gibt es zwei Webseiten, die ich mir ganz banal anschaue, um einfach für mich persönlich diesen Kalender auch zu erstellen. Den seht ihr wiederum um am um, rechts. Da seht ihr kaum Daten drin stehen. Und das ist, selbst das, was dort steht, ist für mich zwar in irgendeiner Art und Weise wichtig, um es zum einen euch natürlich auch zu zeigen, aber für mich auch, schlussendlich Revue passieren zu lassen. Okay, da gibt es so ein paar Uhrzeiten, da gibt es so ein paar Events, die dort in der kommenden Handelswoche kommen, welche eventuell und die wenigsten davon norde ich persönlich für stark Move oder starke Nachrichten ein, die dort die Märkte bewegen können, aber dennoch könnten sie Märkte bewegen. Sowas wie, wenn dort eben Zentralbankvorsitzende sprechen, Präsidenten sprechen, Jerome Powell, allem voran bezüglich der FED, eine Rede hält am Montag zum Beispiel um 14 Uhr, beziehungsweise dann eben Christine Lagarde, die FED, äh, die EZB, schuldig, die EZB-Präsidentin hier um 14 Uhr. Ich kann es gar nicht so richtig lesen, 14.40 Uhr. Ihr seht es dann eben auch nochmal am Mittwoch wiederum spricht, Donnerstag keine. Nennenswerten Wirtschaftskennzahlen oder Reden oder irgendwas. Dienstag ebenso nicht. Und am Freitag kommt da so eine ganze Batterie. Da haben wir dann zum einen Mal wieder eine Präsidentschaftsdebatte. Das ist ja dieses Jahr wirklich alles anders, als man es eigentlich so kennt, Joe Biden. Donald Trump, auch eine Thematik, die wir gleich nochmal besprechen werden, welche dort gegebenenfalls erneut gegeneinander antreten. Ich habe jetzt keine Nachrichten, ob das wieder per virtuellem ähm, Duell, ob das wieder per virtuellem Duell stattfindet, ob es diesmal wieder eine ähm, Debatte ist, wo beide aufeinander wirklich live treffen oder eben was auch immer. Da werden wir dann natürlich im Laufe der Handelswoche noch drüber sprechen. Das ist ja erst am Freitag, somit heute noch nicht so interessant. Sollte man wissen, dass es da kommt, was ein bisschen fester im Terminplan drinsteht, ist um 9.30 Uhr dann der Einkaufsmanager-Index, verarbeitendes Gewerbe aus Deutschland, Market PMI, Gesamtindex aus Deutschland, um 10 Uhr Market PMI, Gesamtindex EU und ja, Market PMI, Dienstleistung ist für mich um 10.30 Uhr aus England dann schon wieder gar nicht mehr so wichtig. Also das sollte man so ein bisschen alles, diese Dinge sollte man so ein bisschen auf dem Schirm haben, aber ihr merkt und seht, wer jetzt hier auch schon eben des Öfteren mit dabei ist, dass diese ganzen Dinge ähm, gar nicht so extremst wichtig sind, sondern dass es ja aktuell nicht die Wirtschaftskennzahlen sind, die so nennenswert wichtig sind hier für die Märkte, sondern dass es zwei Kernthemen sind, die immer hoch und runter gebetet werden, die teilweise allerdings auch, muss man ja sagen, dazu genommen werden als Ausrede, dass die Märkte steigen, aber, fallen, aber auch fallen. Ja, wir haben ja wirklich ein teilweise heilloses Hin und Her an den Märkten. Wir hatten dann teilweise stärkere Abgaben, gefolgt von wieder stärkeren Anstiegen der dax im anstiegsbereich nicht ganz so wie die us märkte aber wir haben eben wirklich starke handelstage wir haben schwache handelstage freitags ging es dann doch erst mal wieder gen süden nach einem starken start also wir haben wirklich. Ähm, keine so richtig sauberen Trends, egal wo man da hinschaut. Und allen voran natürlich die Indizes, mit denen wir gleich durchstarten. Gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die Seite forexfactory.com. Hier kann man gerne auch immer nochmal draufschauen. Ist eine Seite, die auf Englisch ist, aber auch hier kann man die Wirtschaftskennzahlen gerne immer nochmal ein, ein paar Mal vergleichen. Dann habe ich mal für euch, und das lasse ich einfach, drei Karikaturen, welche ich jetzt einfach mal so. Kommentarlos im Raum stehen lasse. Schaut euch es einfach mal an. Vielleicht kann der ein oder andere schmunzeln, vielleicht auch der ein oder andere aufgrund der Thematik gar nicht mehr. Aber ich denke, man muss eben bei all diesem, ja traurigen Ereignissen, wie man sie vielleicht teilweise auch sehen möchte, sollte man eben das Schmunzeln grundsätzlich nicht vergessen, ähm, denn nur mit einem leichten Lächeln im Gesicht kommt man vernünftig durchs Leben. Ja, und von daher hier noch mal ein, so ein paar Grafiken, ein paar Karikaturen, könnt ihr euch später im Nachhinein auch gerne noch mal anschauen. Dann noch mal eine zweite Karikatur: Alle sprechen irgendwie für sich. Ja, man kann das, wie gesagt, werten, wie man schlussendlich möchte. Und dann auch nochmal eine dritte Karikatur, die es hier eben natürlich in sich hat, oder beziehungsweise welches eben auch schlussendlich die Kernthematiken äh, zeigt, welche aktuell die Märkte bewegen. Und es ist natürlich nach wie vor die Wahl, die dort in 15 Tagen, 20 Stunden, 37 Minuten und 54 Sekunden stattfindet. Die US-Election, ja, Joe Biden gegen Donald Trump. Ähm, wir sind voll im Wahlkampf und wir sind vor allem. Ähm, darin, dass Donald Trump mit dabei ist, der dort eben auch immer mal den einen oder anderen Punkt ähm, wieder auf die Agenda bringt, welche dann schlussendlich natürlich auch die Märkte so ein wenig bewegen können. Wir haben dieses Konjunkturprogramm, Demokraten, Republikaner können sich hier nach wie vor nicht einigen. Ein heilloses Hü und hot ja nein erst nach der Wahl dann doch wieder vor der Wahl wir setzen uns doch wieder an den Tisch wir setzen uns nicht an den Tisch es ist eine Thematik welche die Märkte bewegt welche allerdings insofern die Märkte bewegt dass es ja immer wieder Überraschungen sind ja dieses hü und hot kommt quasi aus dem heiteren Himmel mal wieder so in den Raum geworfen führt dazu dass es dann mal wieder einen starken Handelstag gibt oder es ist ein Teil dessen dass die Märkte sich aktuell bewegen die Emotionen der Marktteilnehmer werden dadurch bedient und bewegt und von daher ist es nach wie vor eine Thematik die hier eben zusätzlich zum Wahlkampf natürlich eine Rolle spielt, welche definitiv nicht vergessen werden dürfen. Und wenn man dann eben mal darauf schaut, wie aktuell die Statistiken stehen, das hat man vergangene Handelswoche auch angeschaut, Joe Biden steht da eben statistisch gesehen auf vielen ja, Statistik-Webseiten, auch auf Predicted, ja, wenn wir uns das immer angeschaut haben, das ist diesmal eine längere Sicht, sieht man blau oben Joe Biden, unten rot Donald Trump, dass wirklich die Statistiken klar für Joe Biden sprechen und Donald Trump eben wirklich richtig was tut. Tun muss, um eventuell dann doch gewählt zu werden. Man muss allerdings dazu sagen, da hatten wir uns auch Statistiken angeschaut, dass er in der vergangenen Wahlperiode gegen Hillary Clinton auch stark zurücklag und trotzdem aktuell Präsident ist. Das kann ich nur immer wieder erwähnen. Es ist allerdings so, dass Joe Biden oder die Möglichkeit, dass Joe Biden wirklich Präsident wird, also ein Präsidentschaftswechsel nach nur in Anführungsstrichen vier Jahren stattfindet, das wird auch mittlerweile so ein bisschen in den Markt eingepreist. Und man sollte hier etwas vorsichtig sein zu sagen, naja, wenn Joe Joe Biden jetzt Präsident wird, dann rasseln die Märkte nach unten oder vice versa, sie gehen stark nach oben, wenn Donald Trump weiterhin Präsident wird oder eben auch genau das Umgedrehte. Da gibt es ja diverse Headlines, die man liest mit diversen Extremen auf der Süd- wie auf der Nordseite. Es ist hier alles möglich und man sollte hier wirklich arg aufpassen, auf ein stures Ereignis zu setzen und ähm, von daher, es ist aktuell wie es ist, ja, die Statistiken zeigen das und man sollte dann eben auch wirklich darauf schauen, was macht der Markt. Läuft er abwärts, läuft er aufwärts und entsprechend dann darauf reagieren und nicht vorab festzulegen für sich selbst, der muss steigen oder der muss fallen und ich gehe jetzt ganz blind long oder schlussendlich short. Also seid da ein wenig vorsichtig, schaut immer mal wieder ein bisschen auf die Statistiken, das tun wir auch zusammen beziehungsweise vielmehr schlussendlich, was macht der Markt überhaupt aus diesen Statistiken? Geht er schlussendlich hoch oder runter? Und wenn man das übergeordnete Bild sich anschaut, geht er eben ganz klar aufwärts tendierend. So, dann finden wir noch die zweite Thematik. Also die Wahl ist... Ja, im Hinterkopf und die Wahl ist auch das, was von der Thematik her, Grundthematik her natürlich irgendwo die Märkte auch aktuell bewegt. Die zweite Thematik ist nach wie vor und bei uns in Europa gerade wieder sehr, sehr stark am Hochkochen. Die Covid-19-Situation ringsherum, um Europa oder um uns herum in Europa gibt es schon wieder scharfe Lockdown-Regelungen. Ich meine Frankreich, Paris. Hat gerade um 9 Uhr abends wirklich Ausgangssperre verhängt. Das muss man sich mal überlegen. Und wir sind in Deutschland noch, noch aktuell, muss man sagen, ein Stück weit davon entfernt. Nichtsdestotrotz ist die ähm, Infiziertenrate stark am steigen. Nicht nur bei uns, sondern eben auch grundsätzlich auf der Welt, in vielen, vielen Ländern. Aber, und ich habe das jetzt hier nochmal herausgesucht, ähm, das ist eine Grafik hier oben, dieser Graph, der zeigt die letzten 30 Tage bezüglich der Fertility Rate, also bezüglich der Totenrate, beziehungsweise der Toten. Ähm, oder der Anstieg der Toten bezüglich der Covid-19-Infektionen. Das sieht jetzt erstmal seit Anfang Oktober steigend aus. Und das ist auch der Punkt, der ein wenig, wirklich ganz vorsichtig gesagt, ein wenig zur Vorsicht aufrufen sollte. Denn diese Rate ist natürlich in, in meinen Augen eigentlich die viel wichtigere Rate. Die infizierten Zahlen, dass wir da nicht drum herum kommen, dass diese mehr und mehr steigen, weil sie einfach exponentiell ansteigen, logischerweise. Ganz einfach gesagt hatte ich so eine Headline. Gelesen. Ein Infizierter infiziert zwei Neue. Ja, also das kann man gar nicht quasi aufhalten, was man natürlich versucht ist, es ein wenig zu verlangsamen, aber dass man die Infizierten versucht aufzuhalten, ist ja eigentlich schwachsinnig so. Also man muss schauen, dass man eben es so weit, in meinen Augen, ja, das sind, das sind so vorsichtige Gedanken, man muss schauen, dass man es so weit aufhält, dass es nicht irgendwie aus den Händen gleitet. Die Frage ist, ob man es überhaupt, die Infiziertenrate erstmal aufhalten kann. Wo man natürlich darauf schauen muss, ist die Totenrate intensiv. Betten, Belegung und die sind nach wie vor sehr, sehr gering. Wenn wir hier mal die letzten 30 Tage uns anschauen, dann sind wir hier am Steigen. Schaut man sich das Ganze jetzt aber wirklich mal im Gesamten an, ja, also erste Welle, wie hier der Anstieg war und dann schlussendlich auch das sind jetzt die Fälle entschuldigt die Todesfälle müssen wir ja hier nehmen so das ist das gesamte Todesfälle ja da sehen wir dass wir quasi am Anfang ja auch sehr sehr viele Todesfälle hatten aber jetzt eben diese Kurve sehr 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 weit unten im Keller ist also diese aktuelle Situation in meinen Augen man absolut nicht mit der Situation vorher vergleichen kann da einfach das Ergebnis der Infizierten oder in Anführungsstrichen das Ergebnis die Gefahr wenn man es vielleicht so nennen möchte aktuell zumindest viel viel geringer ist weil man einfach sieht wir haben zwar viel viel mehr Fälle aber die Todesrate, dass das, was gefährlich ist, ja, tot oder auch stark infiziert, stark daran erkrankt, auf einem Intensiv, in einem Intensivbett liegen müssen. Ähm, ich habe mittlerweile auch schon rechts und links mal so ein paar Leute, die eben jetzt den Virus hatten oder die ihn haben, ähm, dem, die man mal so hört, ja, und... Den allen, die sind teilweise symptomfrei. Meine Mutter musste ein paar Tage zu Hause sein, weil sie aus einem Hobby äh, dort mit jemandem in Kontakt kam, der eben auch Covid-19 symptomfrei hatte, also Covid-19 positiv getestet wurde. Und wenn es da so bleibt, wäre es ja super. Wenn man so durchrutscht durch die Situation, wäre es in Anführungsstrichen super. Und da muss man so ein bisschen drauf schauen. Und die Angst, die jetzt eben vorherrscht, auch bei der Politik, ist, dass sich diese Rate unkontrolliert gegebenenfalls nach oben bewegt, ja, dass diese Todesrate nach oben geht. Und wenn dann natürlich jetzt nicht darauf geachtet wird, dass man das Ganze versucht einzudämmen und das auf einmal so ein bisschen auf, aus den Händen gleitet und dann auf einmal die Todesrate nach oben geht, dann haben wir natürlich ein Problem. So, und da müssen wir so ein bisschen aufpassen und jedes Land versucht natürlich, da irgendwie alles einzudämmen. Und ähm, idealerweise versuchen wir es hier in Deutschland so, dass es eben keine nochmals so gravierenden Lockdown-Regelungen gibt, wie in der ersten großen. Welle, so dass die Wirtschaft auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber keiner weiß es. Ja, keiner von uns hat hier jemals eine Pandemie erlebt. Und all diejenigen, die wirklich mit der Glaskugel nach vorne schauen und sagen, so wird es kommen. Naja, ja, man muss eben für sich selbst vielleicht so ein bisschen immer mal überlegen, was kommt denn wirklich? Wie kann es kommen? Es kann ein Extrem kommen, aber wenn wir mal ein bisschen positiv denken, gehen wir mal vorsichtig davon aus, dass kein Extrem kommt, dass wir eben vielleicht jeder ein bisschen vorsichtig sein sollte und ähm, vielleicht auch so ein bisschen mit Bedacht äh, äh, nach außen geht, ja, und eben auch wirklich vielleicht ein wenig äh, sich bzw. ja seine Mitmenschen schützt. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze eben insofern relativ glimpflich ausgeht und wir hier eben nicht wieder erneut in so eine Lockdown-Situation kommen. Aber die Ängste sind da. Und die Ängste, und das ist ja das, was die Märkte schlussendlich bewegt, die Ängste, dass eventuell wieder was kommt, sind da. Jede Kleinigkeit, die irgendwie negativ an die Märkte rangetragen wird, allem voran natürlich auch an den DAX, werden sofort erstmal wieder in Abgaben wieder gespiegelt. Ein paar hundert Punkte geht es dann wieder nach unten. Aber so richtig, so richtig extrem nach unten geht es eben auch nach wie vor nicht. Und ähm, nochmals abschließend, vielleicht ganz kurz auf den vielen greten nichts geschaut, der jetzt aktuell zwar leicht ins Positive drin aber grundsätzlich auch immer noch mehr oder weniger hier in der Mitte irgendwo rangiert, also in einem nichtssagenden Umfeld mit leichter positiver Tendenz. Also auch hier kann ich persönlich oder will ich für mich persönlich keinen nennenswerten Punkt herauslesen. Hier nochmal ganz kurz eine Grafik, die auch nochmal das Ganze zeigt. Also die, die, die Fälle in Europa sehr stark ansteigend, wobei eben die Todesrate unten wirklich sehr, sehr gering. Zwar auch leicht ansteigend, klar bei so einem Anstieg der, der Fallzahlen, ja, ist es natürlich auch logischerweise statistisch äh, klar, dass eben die Todesrate leicht ansteigt, aber mit Abstand, mit Abstand eben nicht so hoch, wie es vorher war. So, jetzt gehen wir mal auf die Märkte und schauen uns das Ganze an. Also die Situation, die wir jetzt gerade besprochen haben, die Wahlen, ja, Covid-19, äh, irgendwelche Konjunkturpakete in den USA, all, all diese großen Themen, Arbeitsmarkt in den USA, beziehungsweise natürlich auch hier nach wie vor bei uns in Europa, was macht der Markt daraus? Und ich habe jetzt wirklich ein Weilchen vor unserem DAX gesessen und habe überlegt, ähm, wie, wie will ich für mich dieses Bild einordnen? Ja? Und. Ähm, wenn man es ganz genau nimmt, hatten wir noch bis vor kurzem, wenn man das vielleicht mal ganz kurz hier ich mache mal so einen fetten ba schwarzen Balken ja über diese situation hier so ähm, wenn man es bis hierhin betrachtete, dann konnte man wirklich immer noch mit einem Aufwärtstrend arbeiten also wir sind hier am Anfang stark steigend gewesen ja mehrere wirklich starke moves dann ging das so ein bisschen die kraft ließ nach aber wir hatten im großen und ganzen immer noch einen aufwärtstrend wir hatten steigende hochs wir hatten steigende tiefs es war alles im grünen bereich und es hätte dann aber so langsam so langsam dann auch mal so ein bisschen eindeutiger auf der aufwärtsseite weitergehen müssen ich meine man ist trotzdem sehr sehr stark mit sicht aufs aktuelle jahr wenn wir betrachten dass wir die all time highs auch im DAX auf diesem niveau hier oben haben und wir eben ja auch nach wie vor natürlich nicht so sehr weit davon entfernt sind, wenn man die aktuelle Jahressituation betrachtet. Aber wenn wir jetzt diesen schwarzen Balken eben mal wegmachen und das aktuelle Bild uns anschauen, dann sind wir zwar im gewissen Maße immer noch mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs unterwegs, weil der letzte markante Tiefpunkt, bevor wir hier oben diesen letzten Hochpunkt ausgebaut haben, der war schlussendlich hier. Also Ne, aber was eben wirklich auffällt, ist, dass wir auch hier im DAX mittlerweile so eine Art sich zusammenziehende Schwankungsamplitude bekommen. Man kann so ein paar Hochpunkte miteinander verbinden. Man kann jetzt hier auch vorsichtig so ein paar Tiefpunkte miteinander verbinden. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann sind mhm. wir eigentlich in einer Range. Dann muss ich das Handy mal kurz noch leise machen hier, dass ich hier nicht... Äh, Moment, Moment, Moment. Also, zack, so. Ähm, also, wir sind mehr oder weniger eigentlich in so einer Art Range gefangen, die relativ volatil ist. Das sind so 500, 600 Punkte, wenn man es genau nimmt. Welche nicht so 100% mit oberen Grenzen und unteren Grenzen irgendwie markiert werden kann. Aber wir sind eigentlich seitwärts tendierend. Was natürlich bedeutet, dass man eben auch. Immer mal wieder antizyklische Gedanken aufbauen kann, was wir auch immer wieder machten, dass wir geschaut haben, okay, wenn denn da der Markt eben mal ein bisschen stark ist und vielleicht auch mal markante Hochpunkte rausnimmt, dass man eben durchaus auch mal den konsolidierenden Gedanken, den Abwärtsgedanken mit aufnimmt, wenn charttechnisch wichtige Punkte angelaufen werden und der Markt es eben zeigte, dass er dann meistens nicht weiter möchte, sondern wieder zurückkommt. Und das teilweise merklich, dann ist es natürlich sehr, sehr interessant, dass man das auch. Zum einen weiterhandelt, beziehungsweise, dass man hier eben schlussendlich sagt, okay, so trendfolgend kann man zwar agieren, also in Schwäche kaufen, um dann eben natürlich auch auf der Nordseite oder eben auch vielleicht trendfolgend auf ganz kleineren Bildern dann eben mal auf der Unterseite mitzuarbeiten aber grundsätzlich sind wir hier so richtig schön, wie wir es dann eben vor so ein paar Monaten noch kannten, wo wir richtig schön auf der Nordseite liefen mit schönen Ausbrüchen auf der Nordseite auch im kleineren Bild, das haben wir aktuell nicht. Und ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass wir das gegebenenfalls so schnell auch nicht bekommen, solange wir in diesen eingezeichneten Formationen bleiben, also zum einen natürlich in dieser Range dort drin bleiben, beziehungsweise eben nach oben oder unten ähm, hier nicht ausbrechen, aus dieser sich zusammenziehenden Schwankungsamplitude ist natürlich erstmal in, Anführungs in Anführungsstrichen die Gefahr oder vielleicht für den einen oder anderen eben auch die Chance da, dass wir weiter eher seitwärts tendierend unterwegs sind und hier eben keine nennenswerten Tendenzen ausbauen. Interessanter wird es, wenn wir natürlich nach oben oder nach unten aus diesen Bereichen ausbrechen, also wenn wir wirklich noch mal Stärke sehen, was ja jetzt nicht außergewöhnlich ist, weil da sehen wir mal einen starken Montag oder einen starken Dienstag, dann sind wir schnell nach oben ausgebrochen oder schlussendlich eben auch nach unten ausgebrochen. Das geht ruckzuck und dann könnte sich hier doch durchaus noch mal ein bisschen was Stärkeres zeigen. Dafür benötigt der Markt aber einen Anstoß. Durchaus denkbar, dass es bis zur Wahl, die jetzt ja nur noch, hatten wir ja gerade gesehen, das ist ja nicht mehr, das sind ja nur noch knapp drei Wochen dass eben bis zur Wahl vielleicht dann nichts Nennenswertes passiert und wir eben nach wie vor immer wieder die Gedanken, also für die kommende Handelswoche würde ich es mir zumindest erlauben, eben auch immer mal natürlich trendfolgend. Trend ist eben immer noch aufwärts, dass man immer noch in, in konsolidierenden Bewegungen bis zu einem gewissen Niveau und da würde ich eben diese unteren Grenzen hier auch nutzen wollen, immer mal wieder auch an die Käufe denkt, beziehungsweise wenn wir dann stark sind, ein, zwei Tage stark waren, an markanten Widerstandsbereichen dann ebenfalls die Short-Seite annimmt. Wir gehen mal dafür ganz kurz noch auf die US-Märkte, welche noch ein bisschen eindeutiger zeigen. Wenn wir hier mal auf den Heiken Ashi im Tageschart gehen, auf den Heiken Ashi im Dow Jones, sehen wir ganz eindeutig, dass sich hier die Situation etwas eindeutiger auf der der Nordseite zeigt, wenn wir vielleicht auch noch mal aufs große Bild im SP eingehen, da gehen wir nachher noch mal oder gleich natürlich noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Auch hier sind wir zwar leicht zurückkommend, aber immer noch auf sehr, sehr starkem Niveau. Also hier ist es ein bisschen eindeutiger in den letzten Tagen mit dem Tagesschart, dass wir hier wirklich eine Aufwärtsseite haben, welche in diesem Maße so richtig, ja, Tageschart jetzt hier im DAX, so richtig eigentlich nicht wieder gespiegelt bekommen. Im DAX, da sind wir tendenziell eher seitwärts tendierend. Aber die Aufwärtstendenz ist eben schlussendlich da. Und das ist äh, für mich halt so der Punkt, wo ich sage, okay, die Aufwärtsseite ist in den letzten Tagen und Wochen, ja, wir haben immer wieder darüber gesprochen, immer wieder long, 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 wenn es long war, dann eben auch mal ein, zwei Tage wieder short, ähm, dass wir hier nach wie vor natürlich auch die Aufwärtsseite auf dem Schirm haben. Um eben auch nicht da äh, es vom, 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 von der Bettkante zu stoßen, den Gedanken, dass wir eben auch nach oben dann doch mal ausbrechen können. Also, das sind so die groben Gedanken, die ich mir mache. Natürlich die detaillierten Gedanken dann im DAX, Long oder Short am Montag für den DAX. Ähm, da schauen wir dann natürlich auch, wo sind wir reingekommen in der Nacht, haben wir ein kleines Gap, haben wir ein großes Gap, haben wir vielleicht gar keinen Gap. Sind wir eher im unteren Bereich dieser Range, dieser Unterstützungen, dann eben ist es der Gedanke zu schauen, okay, wenn wir da vielleicht ein bisschen Abgaben haben, dann schl äh, schlussendlich erstmal wieder zu kaufen, vielleicht in Richtung der Schlusskurse. Richtung irgendwelcher Widerstände, beziehungsweise wenn wir stark sind, wenn wir irgendwo in den oberen Bereichen sind, auch erstmal wieder daran zu denken, zu verkaufen, bis wir dann nachhaltig nach oben mal ausgebrochen sind. Das werden wir ja dann merken, aber vielleicht passiert das schlussendlich gar nicht. So, jetzt gehen wir mal auf unseren Dow Jones. Der im Übergeordneten, das hatten wir uns gerade angeschaut, die US-Märkte sehr, sehr stark. Das ist der Tagesschart. Wir sind quasi hier seit September, Mitte September sehr, sehr eindeutig wieder im grünen Bereich, hatten zwischendurch dann zwar mal ein bisschen so leicht rot, vergangene Handelswoche war jetzt nicht die stärkste. Der Handelswoche, Aber wir stehen auch hier immer noch in der Nähe der Alltime Highs. Im SP stehen wir nach wie vor in der Nähe der Alltime Highs, welche hier wirklich oben ganz eindeutig markiert sind. Und ähm, wenn man vielleicht mal bei dem Bild des SPS bleibt und diesen vielleicht auch nochmal zurückblickend auf den DAX ein wenig um, für, für, für den richtungsentscheidenden Markt nutzt und eben auch für die Markttendenzen nutzt, dann hatten wir, meine ich, jetzt muss ich kurz ein, zwei, drei, vier, fünf, nein, dieses Fibonacci hatten wir wahrscheinlich dann am Montag oder Dienstag irgendwann eingezeichnet. Ähm, Ihr wisst ja, wie ich persönlich äh, zu Fibonacci stehe. Ich finde die grundsätzlich nicht schlecht. Und wir hatten dann hier unten mal diesen markanten Tiefpunkt genutzt und dann haben wir schlussendlich hier oben diesen Hochpunkt genutzt und haben uns hier mal ein Fibonacci Retracement eingezeichnet. Und ihr wisst, und ich habe es jetzt mal, sonst war es gelb. Ich habe es jetzt mal blau gemacht. Lasst mich das ganz kurz vielleicht noch einen vier-Stunden-Chart machen. Ähm, da sieht man das Ganze besser. So hier. Ähm, und wir hatten aus der Vergangenheit immer wieder mit einem Bereich gearbeitet, 3.425 Pi mal Daumen, welcher charttechnisch immer schon Widerstand bot, welcher dann irgendwann überschritten wurde, das ist diese Area, ne, erstmal mehrfach, immer wieder Widerstand. Da hat man hier schon gesagt, okay, sind wir nochmal rangelaufen, irgendwann kam dann der Breakout, wo wir gesagt haben, das kann mitunter stark laufen. Ähnliche Situation gab es in der Nasdaq, ja. So, dann sind wir ja hier nochmal zurückgekommen, dann sind wir nach oben raus, haben wir das Fibonacci eingezeichnet. Und ähm, neben diesem 25er Bereich ist ja auch immer ähm, für mich das 38,2 ein sehr, sehr wichtiges ähm, Niveau, welches eben auch grundsätzlich unterstützend, kernunterstützend wirken sollte. Und dieses Niveau zu dieser letzten größeren Aufwärtsbewegung aus Mitte September wurde nach unten noch nicht angelaufen. Das ist vom übergeordneten Bild für mich ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Ähm, wir sind jetzt aktuell wieder ans 23,6er herangelaufen. Wer da weiß, wo die Schlusskurse lagen? Freitag, Donnerstag und schlussendlich glaube ich auch Mittwoch. Ähm, ja, müsste so sein. Dann war das fast exakt immer wieder dieser Bereich 3470. Natürlich plus, minus ein paar kleine Pünktchen, aber diese Area um diese, Are, um diese Marke, beziehungsweise das gleiche galt eben im Dow Jones, war in den letzten Tagen immer wieder angelaufen. Mal nach der Unter, auf der Unterseite verlassen, mal auf der Oberseite verlassen und schlussendlich jetzt hier wieder heranlaufend an diesen Bereich. Also wir haben im kleineren Bild auch nicht so wirklich eine starke Aussage. Ich möchte nach oben, ganz klar, der Markt gibt ein Statement ab. Er möchte nach oben, beziehungsweise er möchte nach unten. Das gibt es auch, ähnlich wie im DAX. Im, ähm, im, in, an den US-Märkten nicht nur, und da gehen wir jetzt mal auf den 30-Minuten-Chart im Dow Jones und ziehen den ein bisschen zusammen, dass wir grundsätzlich die Aufwärtstendenz etwas eindeutiger hatten, jetzt ein bisschen mal aus diesen Kanälen ausgebrochen sind, aber jetzt schlussendlich ja auch wieder mehr oder weniger nach oben gekommen sind, zumindest von diesen Wochentiefs, welche wir hier ausgebaut haben im Bereich knapp 28.000, sind wir jetzt schlussendlich zumindest erstmal schon wieder 300, 400 Punkte höher, waren zwar zwischendurch auch schon wieder mal ein bisschen noch stärker höher, ergab ja, sich dann am Freitag, gab, ergaben sich mehr oder weniger Zwei Signale, eines vorbörslich, was wir uns im Live-Trading-Room noch zurechtgelegt hatten, und dann hier oben den Zielbereich für die Kernhandelszeit festgelegt haben. Und dann ergab sich zum Börsenende sogar hier nochmal ein Short-Signal auf der Südseite, welches dann aus diesem Widerstandsbereich, den wir hier festgelegt haben, dann sogar auf der Südseite sich nochmal zurück wieder in Richtung Schlusskurs, Donnerstag, Schlusskurs, Mittwoch und Schlussendlich, jetzt war es dann eben auch der Wochenschlusskurs, am Freitag hier bewegt. Somit ist dieser Bereich, den werden wir uns am Montag schnappen für die US-Märkte natürlich auch sehr, sehr wichtig. Bleibt dieser Bereich bestehen, bleibt der Markt darüber oder schlussendlich. Wieder drunter. Wenn wir da drunter sehen, können wir kurzfristig auch wieder leicht mit Abwärtstendenzen arbeiten. Aber der Markt ist halt aktuell sehr, sehr übergeordnet stark und das ist an den US-Märkten ähm, etwas eindeutiger als quasi im DAX. Und wenn wir hier vielleicht abschließend auch nochmal auf die NASDAQ schauen, welche jetzt auch am Freitag etwas stärker zurückkamen. Hier wird es jetzt wirklich spannend, ob wir doch wirklich die Vorwochentiefs nach unten dann nochmal durchschreiten. Wir sind hier im vier stunden chart und ähm, der Markt dann eben auch in das nächste sehr, sehr wichtige Unterstützungsniveau fällt. Durchaus denkbar, dass das passiert. Ja, wir haben immer noch drei Wochen, dann kommen wir vielleicht jetzt mal eine Woche noch ein Stück weiter nach unten. Und dann laufen wir vielleicht so in den letzten Zügen der Wahl, ne, kommen wir vielleicht hier nochmal nach unten und dann laufen wir vielleicht in den letzten Zügen der Wahl dann doch wieder nach oben. Und dann stehen wir hier nach wie vor recht stark. Da Nasdaq 12.000 wäre. Auf jeden Fall ein Statement, ähm, definitiv. Ne? Also, das Ganze würde ich mir jetzt äh, bezüglich der Nasdaq äh, mir anschauen, beziehungsweise auch bezüglich der US-Märkte. Ähm, und ihr merkt, dass so eine richtig klare Tendenz auch für mich nicht zu erkennen ist. Es gibt viele, du, viele Argumente für, für die Short-Seite, sei es schadtechnisch oder eben fundamentaler Natur. Und es gibt eben auch viele Argumente für die Long-Seite, ebenfalls schadtechnisch oder fundamentaler Natur. Und ähm, das, der fear and Creed index zeigt das recht schön immer wieder, der ist um die 50, viele Marktteilnehmer sind hin und her gerissen zwischen der Aufwärts- und der Abwärtsseite und das führt schlussendlich eben zu solch Seitwärtsbewegungen auch an den Märkten, was wiederum dazu führt, dass man ein bisschen konservativer agieren muss. Gehen wir auf den Euro-US-Dollar, da zeigt sich ein ähnliches Bild. Das zeigt sich in allen Märkten jetzt eigentlich mehr oder weniger durchläufig. Wir hatten den Euro-US-Dollar, wir sind jetzt hier im Wochenchart. Und wir hatten äh, zwischenzeitlich mal eine Phase, die war nicht lang äh, während der Corona-Pandemie, äh, dass wir ein bisschen Volatilität auch hier in den Euro-US-Dollar, in die Währungen reinbekamen, dass wir eben vor allem auch mal so ein bisschen merklichere Trendbewegungen aufbauten. Euro-US-Dollar, äh, allem voran dann eben auch ein Breakout, einen schönen Long-Breakout, der eben auch immer noch in den Knochen steckt, ja, die Long-Seite. Aber wir sehen, dass der Euro-US-Dollar, wie gesagt, das ist ein Wochenchart, ne? das sind jetzt hier quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Wochen, 3 Monate sind das hier oben, ne, Moment. das sind jetzt quasi schon wieder mehr oder weniger fast die letzten drei Monate, die sich hier oben irgendwie so wirklich so tendenzlos zeigt. Und wenn ihr euch mal das Jahr 2018, ähm, quasi fast Anfang 2018, März, April 2018, bis quasi zur Corona-Pandemie, das war diese Marktphase mit, also wirklich ganz leichter Abwärtstendenz, da, da hatten wir nur nach Short Trades gesucht, fast anderthalb Jahre, na gut, also ein Jahr lang in etwa, Quatsch, nein, fast zwei Jahre lang, ähm, haben wir nur anderthalb, gute anderthalb Jahre, so, äh, haben wir nur die Abwärtsseite immer auf den Fokus gab, weil wir eigentlich einfach grundsätzlich sehr, sehr shoppy, abwärts tendierend waren. Und jetzt schaut euch das Ganze mal an. Da ging es eine Woche hoch, da ging es eine Woche runter, dann ging es mal wieder ein bisschen höher, dann ging es noch eine Nuance höher, dann doch wieder runter. Also wirklich eine Tendenz war da aber extrem shoppy, extrem lahm, extrem unvolatil. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier oben mal anschauen, dann sieht das schon wieder ähnlich aus, ja? Und das ist genau der Punkt, welchen wir uns auch von den Beispielen her im live training genommen haben und was vor allem der Grund ist, dass ich den Euro dollar jetzt auch wieder gar nicht mehr so intensiv handle, sondern dass ich mir doch mal das ein oder andere Währungspaar schnappe, welches viel volatiler ist und vor allem eben auch vielleicht noch ein bisschen trendiger läuft als schlussendlich der Euro dollar Der ist jetzt zwar auf einem verhältnismäßigen Hohen Niveau, hat hier mal irgendwann so eine Box ausgebaut und wir hatten damit gearbeitet, dass diese Boxgrenze quasi hier vielleicht auch einen, einen Anstoß für die ein oder andere Situation geben könnte zum Handeln. Aber so richtig, so richtig gefallen tut mir das nicht. Und wenn wir hier mal auf den Tageschart gehen, dann sehen wir, dass das Ganze sehr, sehr shoppy ist. Wir hier diese Grenze haben, mit der wir gearbeitet haben, wo wir gesagt haben: Mensch, da könnte es Short vielleicht mal Sinn machen, hier irgendwie in die Short-Seite zu handeln. Hat man hier einen Short-Trade mit leichtem Verlust. Dann hat man glaube ich, noch einen Trade mal gemacht, wo wir ein bisschen Profit rausgeholt haben im Euro S-Dollar, aber so richtig Gewinn konnte ich persönlich zumindest hier nicht rausziehen. Und von daher bleibt es so, und deswegen möchte ich hier auch gar keine großartige Analyse machen, weil ich für mich persönlich eigentlich entscheidende. Habe und es kann sein, dass auch hier die Wahl vielleicht mal wieder so einen, einen Umschwung gibt, vielleicht auch erst der Jahreswechsel. Nicht selten sind so Jahreswechsel auch mal für Märkte äh, grundlegende Umschwünge bezüglich Volatilität und Trend oder vielleicht auch irgendein Ereignis, was uns mal wieder irgendwo einholt, ähm, positiv wie auch vielleicht negativerer Natur, aber aktuell zeigt sich ganz einfach zum einen auch hier unten wieder eine fallende ATR, eine sehr, sehr uninteressante ATR mit 54 auf Tagesbasis wirklich für mich persönlich kein Markt, den es sich da großartig lohnt zu handeln. So, jetzt gehen wir auch zum britischen Fund, das hatte ich euch versprochen, das war hier und im Zuge des Euro-US-Dollars bleibt es mir dann eben auch gerne auf den britischen Fund zu schauen, weil einfach dieser zum einen volatiler ist, das hängt natürlich damit zusammen, dass Boris Johnson und äh, dass der, der, die Brexit-Thematik aktuell auch nochmal als kleine Neben. Story quasi am Markt immer noch so ein bisschen aktiv ist. Alle anderen Märkte interessiert das mittlerweile gar nicht mehr, weil es einfach so lange heiß gekocht wurde in den letzten Jahren, dass da eigentlich schon gar keiner mehr drauf hört. Ne? Aber es ist mittlerweile so oder es ist nach wie vor so, dass es natürlich das Währungspaar an sich, welches es hier betrifft, das britische Pfund, das natürlich schon immer noch mal so ein bisschen volatiler trifft und die Bewegungen somit hier ähm, im GBP-US-Dollar nach wie vor höher sind, die Volatilität höher ist und eben teilweise sich dann auch noch mal der ein oder andere Daily-Trend aufbaut, welches es dann... Ähm, Ermöglicht auch den einen oder anderen Trade zu generieren. Da hatten wir ja vergangene Handelswoche, das war eigentlich ein Recht. Okay, ein Trade, ein Trade, der recht okay war, wo wir hier die Abwärtsseite mal gehandelt haben. Jetzt sind wir hier unten zwar auch so ein bisschen unspektakulärer unterwegs, aber ich würde zumindest mal nach wie vor, Boris Johnson hat ja jetzt gesagt, ja, jetzt ist es auf jeden Fall, er bereitet jetzt die Engländer darauf vor, dass es auf jeden Fall einen harten Brexit gibt, weil es eben mit der EU scheinbar nicht vorangeht bezüglich der Verhandlungen und er da keine Lust mehr drauf hat. Naja, man kann das jetzt so werten und so werten, ob das jetzt auch wieder nur Verhandlungstaktik ist oder er es wirklich ernst meint, äh, keiner weiß es außer, außer er selbst wahrscheinlich. Ähm, aber schlussendlich sind das genau die Punkte, die immer noch so ein bisschen zur Volatilität führen. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze vielleicht mal ein bisschen detaillierter an, ähm, was jetzt hier aktuell Thematik ist. Wir hatten zum einen diesen Bereich hier oben als einen potenziellen Short-Bereich markiert am Wochenende, äh, nee, vergangene Handelswoche, dass wir so den 50er-Bereich, nachdem wir ja im 30er-Bereich hier Short gegangen sind, das Ganze dann eben hier unten dann ausgestoppt wurde, wo der Markt dann nochmal wieder so ein Stück weit nach oben kam, mit Profit, aber mit gesunden Profit. Und da hatte ich gesagt, wenn dann nochmal shorten, dann sollte sich der Markt wirklich ein bisschen merklicher erholen in diesem 50er-Bereich. Tat er dann auch, ging dann wieder zurück, brach allerdings nach unten erstmal nicht weiter aus und hängt, hängt jetzt hier im Bereich um die Marke 12911 bzw. ganz grob im Bereich 129. So, jetzt wird es hier eben auch spannend, ganz vorsichtig, also man müsste hier so ein bisschen tricksen, zeigt sich jetzt hier auch, und das wäre so der Punkt, den kann man vielleicht mal direkt in den Chart einzeichnen, welchen ich mir erstmal noch nicht als fertiges Setup nehme, aber man sieht so ein bisschen, Egal, wie man das jetzt einzeichnet, ne, ob man sich jetzt diese Hochpunkte hier nimmt oder ob man schlussendlich vielleicht auch hier die, die, diese ganze Batterie an Punkten hier irgendwo zurecht nimmt. Ne. man sieht so ein bisschen, dass wir von der Oberseite fallende Hochpunkte haben und auch von der Unterseite, da muss man wie gesagt so ein bisschen tricksen, dass man hier so eine Sequenz einzeichnen könnte von steigenden Tiefpunkten. Also die Tiefs hier unten, die ganz schnellen Tiefs, darf man natürlich dann nicht werten. Wenn man es so macht, dann kann man hier unten aber auch sagen, okay, dann haben wir hier unten halt eine Unterstützung und wir haben eben auf der Oberseite so ein bisschen ganz vorsichtig betrachtet fallende Trends. Trendlinien. Was schlussendlich einfach bedeutet, dass ich mich nach wie vor ja, eigentlich mit der Abwärtsseite beschäftigen möchte, nach wie vor Short-Trades suche. Zwei Gedanken hatten wir, einer davon haben wir auch live hier gehandelt, einmal den Gedanken 30 Shorten beziehungsweise dann nochmal den 50er-Bereich Shorten und jetzt bleibt es halt interessant, wie geht der Markt hier grob mit diesen oberen Trendlinien um, selbst wenn wir vielleicht nur mal knapp nochmal in Richtung 50 laufen und dann wieder Trigger bekommen auf der Abwärtsseite, dann wäre das so ein Gedanke, der mich mal auf der shortseite interessieren würde, beziehungsweise wenn wir dann anfangen, doch jetzt nach unten hier rauszulaufen. Vielleicht auch, wenn wir in diese Area dieser beiden Linien hier kommen, dass man sich hier unten in dem Bereich dann eben Short Trade sucht, mit dem Gedanken, dass wir dann doch nochmal nach unten wegbrechen können. Zumindest erstmal in Richtung 1,2780, Pi mal Daumen. Das wäre dann dieses Unterstützungsniveau, welches wir hier unten zum einen mit dieser Range, die wir hier schon mal festgelegt hatten, mal aufgebaut haben, beziehungsweise hier mit diesen Tiefpunkten diese Area immer wieder angelaufen haben. Dann hier, dann hatten wir hier wirklich markantere Hochpunkte immer wieder. Ne? Das ist eine eine höhere Zeiteinheit, immer wieder markante Punkte in diesem Bereich und somit ist dieser Bereich dann als nächster Zielbereich durchaus interessant. Das wäre dann ein ähnlicher Rutsch, ein ähnlicher Rutsch, wie wir ihn hier vorher schon mal hatten. Ja, das sind so Situationen, die mich aktuell so Pi mal interessieren im britischen Fund von den Bewegungsamplituden her und äh, das wäre so ein Gedanke, den ich so ein bisschen im Hinterkopf habe für die kommende Handelswoche und wenn sich daraus oder dafür, für diesen Short Gedanken eventuell eine Möglichkeit ergibt, dann würde ich diese gegebenenfalls dann eben auch ergreifen und mit euch natürlich dann eben auch besprechen in den ähm, jeweiligen Formaten. Interessant für die Longseite wird es eigentlich erst wieder, zumindest aus aktueller Sicht, erstmal, wenn wir über den 30er-Bereich steigen wird man zu einem zum einen in diesen Trendkanal hier wieder zurücklaufen und dann ist es auch denkbar, dass er vielleicht hier den oberen Trendkanal dann auch wieder anlaufen, was so bedeutet, dass wir realistisch bis in den Bereich 3185 3180 steigen könnten, aber da sind wir noch lange nicht. Ja, und wenn man sich auch hier die täglichen Schwankungen anschaut, sind wir zwar viel viel höher als im Euro US Dollar, aber auch nicht exorbitant hoch. Und dann muss es dann auch erstmal wieder über die 1,30 gehen. Erst dann ist ja der Bereich für mich interessant. Dann muss ich auch ein Setup ergeben und durchaus denkbar, dass das gar nicht in den nächsten fünf Handelstagen passiert. Wobei, hier kann es, kann es auch schnell wirklich zu Volatilitätsmoves kommen, wenn sich da doch vielleicht die EU und Großbritannien einigen sollte auf irgendeinen Pakt, ja? was natürlich dann fürs britische Fund erstmal positiver sein sollte. Und dann kann sich natürlich auch schnell mal der Sprung über 1,30 einstellen. Ne? Also hier so ein bisschen drauf achten und eben das Ganze vielleicht auch so ein bisschen im Augenwinkel immer wieder ähm, haben. So, dann haben wir aktuell natürlich noch erstmal den Goldpreis, welcher sich, ähm, naja, also zum einen immer noch volatil zeigt, was definitiv interessant ist und wir auch hier auf jeden Fall mehr Ideen aufgebaut haben als im Euro-US-Dollar. Jetzt habe ich hier auch mir mal das große Bild nochmal geschnappt, den Tageschart, den wir uns auch vergangene Handelswoche schon mal vorgenommen haben, welcher sich erstmal grundsätzlich gar nicht großartig verändert hat. Denn wir sind immer noch in einer Amplitude, Drin, welche eben auch hier so ein bisschen sich zusammenzieht. Ja, Hochpunkte sind fallen, Tiefpunkte sind steigend, ähm, werden das gleich ein bisschen aufdröseln. Auf der Südseite haben wir so ganz so viele kleine Trendlinien, die man so zeichnen kann. Auf der Oberseite bleibt es nach wie vor, dass diese Trendlinie sehr, sehr sauber gezeichnet werden kann. Und es grundsätzlich im Übergeordneten, genau Georgi, der Vulkan ist mal wieder da und der Georgi freut sich darüber, dass ich ihn mal wieder eingezeichnet habe an der Stelle. Grundsätzlich ist es immer der Gedanke, dass wir aus solchen Formationen natürlich früher oder später dann eben mal auch ein bisschen massiver ausbrechen können, weil einfach das grundsätzliche Umfeld nach wie vor volatil ist und es auch grundsätzlich eben nicht ausgeschlossen ist, dass es eben mal wieder ein bisschen trendiger und damit eben nicht zwingend einhergehend, aber idealerweise dann damit vielleicht auch mal wieder so ein bisschen volatiler wird, beziehungsweise dass ich hier würde es ja ausreichen, wenn sich zumindest erstmal wieder so irgendwie so ein Trend aufbaut, wenn es bei der aktuellen Volatilität bleiben würde, wäre es ja auch völlig gesund und völlig ausreichend. So, und diesen Kerngedanken, den nehmen wir dann eben auch im, in den täglichen Streams und eben natürlich jetzt auch hier an der Trading-Wochenanalyse, nehmen wir mit, ähm, um ihn jetzt hier so ein bisschen auszubauen. Ihr seht auf der Unterseite, da haben wir viele kleinere Tiefpunkte, die eben recht unsauber sind. Somit ist es unten ein bisschen weichgewaschener Bereich, den man sich hier anschaut. Und wenn man es ganz hart nimmt, dann muss man wirklich erstmal noch. Merklich abwarten, dass wir hier irgendwie nach unten rausgehen, bevor man dann wirklich sagt: Okay, jetzt bin ich überzeugt davon, der Goldpreis will wirklich nach unten, um dann eben auch wirklich vielleicht nachhaltig hier die Abwärtsseite zu handeln. Also, ich bin nach wie vor nicht, ihr kennt das auch von mir, von den täglichen Streams, von den Live-Trading-Räumen, dass ich eigentlich nach wie vor immer wieder darauf, da, darauf lauere. Irgendwie einen Long-Setup zu finden. Ja? Und bedeutet natürlich, dass ich mitunter mal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen warten muss, bis da irgendwas passiert. Denn wenn der Markt eben dieses rote Szenario zeigt, dann bin ich erstmal der Letzte, der unbedingt kaufen muss. Sollten wir allerdings, und ähm, damit bleibe ich auch bei der Short-Seite, vielmehr möchte ich da nicht ausbauen, was für mich eigentlich nicht interessant ist. Und auch wenn wir uns die Pfeile hier mal links anschauen, sieht er vorrangig Long-Pfeile, ja, die sich hier. <laughs> Entschuldigung, von meiner Seite eingezeichnet habe. Und es ist eben vorrangig auch die Aufwärtsseite, die mich jetzt interessiert. Und wir hatten das vergangene Handelswoche schon besprochen. 1911, 1913, erinnert ihr euch dran. Das ist quasi hier der Bereich, den wir in den letzten Wochen immer wieder ganz, ganz häufig quasi im Fokus hatten. so Und dieser Bereich, der wurde nicht nur vergangene Handelswoche hier, oder nee, es war vergangene Handelswoche sogar zweimal. Also, genau, das ist ja jetzt hier der Vier-Stunden-Chart. Genau. Wir hatten quasi diesen Bereich einmal getestet. Wir hatten diesen Bereich nochmal getestet. Jeweils gab es keinen Breakout, ja, und genau hier oben möchte ich aber eigentlich den Breakout sehen, ich möchte, dass der Markt hier nachhaltig drüber geht, wir hatten das vergangene Handelswoche, wo wir gesagt haben, Mensch, hier muss man mal so ein bisschen schauen, da hatten wir ähm, in der Trend Woche wochenanalyse den Markt irgendwo hier oben, hatten Wir hatten gesagt, Mensch, Trendlinie kommt, ja, Trendlinie wurde nur exakt getestet, Markt brach wieder nach unten weg, so, und jetzt sind wir wieder hier ran, wieder hier ran, und was, auf was ich jetzt warte, ist, dass der Markt anfängt hier wieder zu steigen, dass er dann über diesen Bereich geht, sodass man dann diesen Breakout hier vielleicht in dieser Area- Anti und dass er dann irgendwann mal kommt und das gegebenenfalls mit ein bisschen Schmack ist. 1950 ist auf jeden Fall der nächste markantere Widerstandsbereich aufgrund des Volumens, beziehungsweise auch teilweise aufgrund der Schartechnik ist das der nächste Bereich. Und hier würde sich dann eventuell dann eben auch wirklich ein schönes Setup zeigen von 30, 35 Dollar, welche dort mitgenommen werden können. Eine schöne Bewegung, eine Swing Trading Bewegung. Und ich darf oder ich will mir natürlich vorher nicht zu viele Versuche hier gönnen. Somit warte ich nach wie vor darauf. Dass sich wirklich die Setups ergeben und ergab sich in der vergangenen Handelswoche nicht so sehr viel, was sich da irgendwie zu handeln lohnte bezüglich der Aufwärtsseite, weil einfach eben ähnlich wie im Euro/US-Dollar erstmal grundsätzlich zwar mit höherer Volatilität, aber grundsätzlich erstmal nicht so viel zeigte von Bewegungsamplituden, wie schlussendlich es eben äh, man es gerne sehen möchte, oder? Sehen hätte wollen. Von daher ist es das, was ich abwarte. Wenn es nach unten geht, bin ich erstmal vorsichtig. Wenn es ein bisschen schärfer nach unten geht, können wir gerne über die Shortseite diskutieren. In der kommenden Handelswoche möchte ich aktuell erstmal noch nicht machen. Dafür müsste er erstmal noch ein Stück weit nach unten kommen. Beziehungsweise hier die Longseite. Dafür sollte er eigentlich ja auch erstmal so ein Stück weit steigen. Abschließend, ganz, ganz schnell. Geht wirklich schnell. Noch ganz kurz der Blick aufs WTI. Denn hier haben wir nach wie vor so eine Range. Um, die es eigentlich gilt zu durchstoßen. Wir hatten dann vergangene Handelswoche auch mal so einen Bereich in der Range quasi lokalisiert für diejenigen, die da kaufen wollen, um, wo ich gesagt habe, also wenn dann kaufen, oberhalb dieser Area, da gab es den einen oder anderen, wir können auf den Stundenchart hier mal drauf gehen, da gab es schon das ein oder andere Setup oberhalb dieser Areas, wo man immer mal so einen Kauf hätte wagen können, um, ne, wenn sich dann eben so Trendlinien hier, ne, wie auch immer man diese dann einzeichnet, zeigen. Ne? Aber selbst egal, wie man das jetzt gehandelt hat, welche Unterstützungen man hier genutzt hat, wenn eben den, der Bereich für einen wichtig war, dann eben auch am Freitag nochmal hier der Test dieser Area. Ähm, egal, was man gemacht hat, bis dato ist man nicht weit gekommen. Ja, weil der Markt in den meist, meisten Fällen wieder zurückkam, man dann eben Break-Even draus gemacht hat oder eben schlussendlich vielleicht drei, vier Ticks an Profit. Ja, also für die Scalper unter uns, die das vielleicht gemacht haben, für diejenigen gab es da vielleicht Chancen. Aber für mich... Als halbwegs trendfolgend agierender Trader, auch im Ölbereich, eher als Swing-Trader unterwegs, wo ich da sage, Mensch, das muss schon ein paar Stunden bis Tage dauern, wenn hier so eine Bewegung einsetzt. Für mich ergab sich da nicht so sonderlich viel an Chancen. So, was ich allerdings eben nach wie vor so ein bisschen auf dem Schirm habe, wäre nach wie vor der Breakout auf der Nordseite hier im Öl, dass wir aus dieser Box ausbrechen, also diesen Bereich um die Marke Pi mal Daumen so 41,75 auf der Nordseite, dass wir hier doch nochmal so ein bisschen rausgehen können. Und da wir aktuell auf jeden Fall ein etwas höheres Volatilitätslevel haben und auch die Öle aktuell wieder so ein bisschen in den Fokus rücken, ja, sehen wir hier, dass wir jetzt zumindest in den letzten Wochen seit September ähm, wieder so ein bisschen mehr Volatilität haben. Davor ging das eher so ein bisschen zurück im August, ja, wo die Volatilität auf einem sehr sehr geringen Niveau war und eben natürlich hier auf, aufgrund dessen, dass wir vorher extrem hoch waren, hatten wir hier dann eben zwischenzeitlich auch wirklich höhere, viel viel höhere Volatilitätslevel. Aber wir sind auch hier in den letzten Wochen eher abwärts tendierend gewesen. Im August war das Finale so ein bisschen auf der Südseite und seitdem sind wir zumindest so ganz leicht wieder in äh, Volatilität. Steigend im Umfeld unterwegs, wo ich da zumindest ganz vorsichtig auf die Öle wieder so ein bisschen drauf schaue. Aber hier eben wirklich, da muss natürlich eigentlich erstmal was passieren und wer konservativ agiert, der sollte vielleicht sogar erstmal auf einen Ausbruch warten. Ansonsten hat man hier zwar viele Chancen, aber viele Chancen, die sich meistens nur mit Null zeigen und äh, somit können wir da nächste Woche auch gerne mal so ein bisschen drauf schauen, aber. Ich bin da wirklich extrem konservativ eingestellt, was die Öle betrifft. So das ist das Big Picture für die kommende Woche für mich persönlich ähm, bezüglich der Märkte DAX, Dow Jones, Euro, us dollar SP, britisches Pfund, WTI und Gold. Ähm, weitere Märkte wie Silber hier zum Beispiel angesprochen wird, können wir gerne auch in den Live-Trading-Räumen dann immer nochmal beleuchten. Haben wir vergangene Woche ja auch schon getan. Beziehungsweise möchte ich mich, mich, mich kommende Handelswoche auch nochmal mit dem einen oder anderen Währungspaar beschäftigen, welches wir hier nicht täglich beleuchten. Habe ich mir da schon zurechtgelegt. Also, ihr seid da herzlich zu eingeladen, auch in die Trading-Räume mit zuzukommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt und wenn wir uns natürlich dann kommende Woche in den genannten Formaten hören. Bis dahin, euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye-bye und ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.